Servus Leute und herzliches Willkommen zu den Top 5 Knapp vorbei, Folge Nummer 13. Jawohl, heute habe ich für euch einen Hacker enttarnt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Hacker ist. Es kommt dann auf Platz Nummer 3, bleibt ein bisschen dran. Ich denke, dass das ein Hacker war. Ihr könnt euch selber eure Meinung darüber bilden. Ich habe das nochmal schön verlangsamt und so weiter. Und ich habe das hochauflösendste Video überhaupt gesehen. Das war so krass, das zeige ich euch dann auch. Und es geht los. Platz Nummer 5 geht an Tobi ID, der sich gedacht hat, ich müsste mal jetzt das Ganze vom Bildschirm abfilmen. Wie oft haben wir euch schon gesagt, bitte macht das nicht. Ja, bitte nicht vom Monitor abfilmen, auch wenn hier die Qualität nicht wirklich schlecht ist. Das ist einfach scheiße, das Gewackel und vom Monitor abgefilmen, das muss nicht sein. Das brauchen wir nicht wirklich. Ja, nicht wirklich. Lasst das bitte. Und das ist eine neue Einsendung, ja, vom letzten Monat. Ja, wo ich mir gedacht habe, what the fuck. So, Platz Nummer 4 geht an Twizzy. Dieses Video hier, dieser Clip wurde leider auch bearbeitet. Das ist das erste, wo wir sagen müssen, okay, nehmen wir nicht, weil es vorgespult wurde. Zweitens ist dieser Clip auch viel zu lang. Er geht über die 60 Sekunden und der Clip an sich ist auch leider langweilig. Ja, es ist ein Ace, okay, aber es passiert mir viel zu wenig Action und wir wollen bei den Top 5 so viel Unterhaltung wie möglich in kurzer Zeit. Und dann kannst du nicht hier sowas hier bringen. Es ist einfach viel zu langsam. Ich habe schon einen Ace auch gerade heute mal reingehauen bei den Top 5, bei den Multikills, von wo ihr jetzt auch wahrscheinlich kommt. Da ging das schnell. Ja, da ging das zack, zack, war Skill dabei. Bam, bam, ja. Ging es voll ab. Aber hier ging es leider überhaupt nicht ab. Ja, da hat sich jetzt irgendwie auch der Letzte im Untergrund versteckt. Da hat er sich auch gedacht, okay, das wird langweilig, ich muss den Clip vorspulen. Genau an dieser Stelle wurde es dann halt eben auch, ja, disqualifiziert, das Video. Und auch, weil es einfach so langwierig war, konnte man es einfach nicht nehmen. Schade, aber ja, ein Paradebeispiel für euch Leute, macht das nicht so. Ja, so nicht. Also es muss schon unterhaltsam sein und das ist dieses Video leider nicht. Und dann kommt er jetzt da und dann, keine Ahnung, jetzt wird er halt gemessert. Ja, toll. Also, ich finde das jetzt nicht so gut. Auf Platz Nummer 3 haben wir, meiner Meinung nach, einen Aimbot, ja, einen Hacker. Hier jetzt noch nicht, obwohl sie auch schon ein bisschen verdächtig ist, aber das Eindeutige kommt erst gleich. Das sehen wir dann erstens mal in Realtime und dann habe ich das Ganze nochmal um 20%, also beziehungsweise um 80% langsamer gemacht. Dann könnt ihr mal sehen, was da abgeht. Achtung, habt ihr das gesehen? Diese Bewegung? Schaut. Diese Bewegung, ja, ist unnatürlich am Controller. Für mich war das hier eindeutig ein Aimbot. Ja. Ich könnte auch falsch liegen, ihr könnt mich korrigieren, aber für mich war das hier ein Aimbot. Das hätte ich nicht in den Top 5 genommen. Ja, weil es einfach unnatürliche Bewegungen sind, auch hier gerade davor, ja, dass du mit dem Controller nicht so leicht hinbekommst. Ja, das sind einfach unnatürliche Bewegungen. Das wurde auf der 360er gespielt. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Platz Nummer 2, Dead Shooter GmbH. Ja, hier gleich zu Beginn schon vorgespult. Ja, kannst du eigentlich direkt in die Tonne hauen, den Clip. Nehmen wir nicht. Ja, und Leute, das ist vor 2 Monaten her. Ja, ich habe das schon öfter gesagt in den Top 5 und auch bei mit dem Gym bei CK, dass wir die Clips nicht nehmen, wenn sie vorgespult sind. Und die Leute machen das immer noch. Ja, ist leider wirklich schade. Ihr müsst das nicht machen. Macht das einfach nicht. Wenn der Clip einfach nicht lang genug ist, schneidet halt am Ende oder am Anfang was weg. Aber spult nicht rum. Ja, das geht nicht. Ihr könnt nicht rumspulen. Das wird einfach nicht genommen. Sorry. So, jetzt kommen wir zum absolut hochauflösendsten Clip überhaupt. Schaut mal, das ist die Originalauflösung. Dieser kleine Fleck in der Mitte. Ja, alles rundherum, was schwarz ist, ist Full HD. Das kleine in der Mitte ist wahrscheinlich 400 mal 200 Pixel oder so. Das wurde tatsächlich eingesendet vor einem Monat. Ja, ne, vor 2 Monaten, sorry. Vor 2 Monaten wurde das hier eingesendet. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Fail war. Ich denke, das war ein Fail. Aber man sollte die Clips schon nochmal checken davor. Und wenn man das Ganze hier jetzt auf Full HD zieht, dann könnt ihr ja mal sehen, wie das aussieht. Ist nicht wirklich ansehnlich, oder? Ne? Nicht wirklich. Also, Leute, achtet darauf, wie ihr eure Videos encodiert und wie ihr sie uns zuschickt. Ja, nicht mit 400 mal 200 Pixeln. Das geht nicht. Da kann der Clip so geil sein, wie er will. Schlimm, schlimm. Aber gut, vielleicht war es ein Fail. So Leute, danke fürs Zusehen. Das waren die Top 5 knapp vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen zeigen, welche Clips nicht genommen werden und wieso sie nicht genommen werden.
um euch da so ein bisschen eine kleine Idee dahinter zu geben. Ja, es sind wirklich so viele Clips, wo man sich einfach denkt, scheiße, ich finde da nichts Gutes, ja. Wir haben echt viele, viele Clips, die nicht zu gebrauchen sind, was echt schade ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir diese Serie hier. Und ja, auf Platz 3 war das ein Hacker. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir das in den Comments, ob das für euch ein Hacker war oder ob das einfach nur so ein Mega-Skiller war, der da mit einem Analogstick extrem schnell unterwegs war. Für mich war das eine unnatürliche Bewegung und für mich eindeutig ein Aimbot. Aber ich kann mich auch täuschen. Aber für mich ist das ein sehr, sehr suspekter Clip. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zusehen. Danke nochmal hier an Commander Krieger und an Jim Panzer, dass ich diese Serie hier machen darf. Ist eine geile, geile Sache für mich. Ich freue mich da immer riesig drauf. Und danke auch euch fürs Zusehen, fürs Supporten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.